Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Bedrock Add-on-Erstellung. Heute haben wir die vertikale Stufe am Start, quasi Nachfolger zur normalen Calcit-Stufe, diesmal in vertikaler Form. Ihr seht, davon habe ich direkt 4 Stück hier aufgebaut und an sich funktioniert die recht ähnlich zur normalen Stufe. Man braucht halt deutlich mehr von diesen, von diesen Formen, und wenn man sich die einfach mal schnappt und die hier hin platziert, dann seht ihr, es ist ein halber Block. Und sobald man einmal nochmal draufklickt, dann wird es zu einem ganzen, zu einem vollen Block. Ja? Das heißt, das funktioniert recht ähnlich zu den normalen Stufen, halt eben in vertikaler Form. Und wenn man das in mehreren macht, kann man zum Beispiel auch quasi mehrfarbige Wände machen. Auf einer Seite Backsteine, auf der anderen Seite Beton. Und schon habt ihr einen Block, der 2 verschiedene Farben hat. Also an sich ist es ziemlich, ziemlich gut. Und ich würde sagen, lang genug geredet, schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Und natürlich, wie zuvor, beginnen wir als allererstes mit dem Blockmodell. Dazu gehen wir hier zu Blockbench und dann unter Minecraft auf Bedrock Block. Da klicken wir einmal drauf und dann auf Neues Modell erstellen. Hier müssen wir dann wieder Dateiname und Modell-ID eingeben. Da machen wir das einfach mal. Dateiname werde ich hier slab-vertical sagen. Wenn wir dann quasi später danach suchen, dann brauchen wir quasi nur Slab eingeben, also Stufe. Und dann finden wir eben beide Variationen, also Slab Vertical, die vertikale Stufe, oder einfach nur Slab für die normale Stufe. Und auch wieder hier werden wir das als allererstes mit der doppelten vertikalen Stufe machen. Auch wenn wir das eigentlich nicht brauchen, weil im Grunde haben wir ja schon die Doppelstufe, die genauso funktioniert. Also im Grunde braucht man es nicht, aber wir machen es einfach mal. Dann gehen wir hier auf den Outliner, erstellen eine neue Gruppe und dort sagen wir dann Root. Und dort fügen wir einen Würfel hinzu, den brauchen wir nicht umbenennen, der kann genauso bleiben, wie er ist. Ja? Damit haben wir hier unseren Würfel und das ist im Grunde unsere doppelte vertikale Stufe. Ja? Also da funktioniert das relativ einfach. Wir gehen hier auf Datei und dann Export, Bedrock Modell exportieren. Und dann wird das heruntergeladen und dann sollte es jetzt im Download-Ordner sein. Jetzt gehen wir hier auf Projekt und benennen das einmal um. Und zwar machen wir jetzt einfach mal North, also die nördliche Hälfte des Blocks. Und dann müssen wir mal kurz gucken, hier ist Norden, das ist die nördliche Hälfte des Blocks. Das heißt, wir ziehen das einfach mal hier ein bisschen kleiner. So, die Größe ist dann 16, 16, 8. Das ist dann eben so ein halber Block. Dann sieht das Ganze so aus. Ihr seht, die Texturen sind an einigen Stellen ein bisschen schief. Deshalb schauen wir da einfach mal nach. Norden ist die volle Seite vom Block, das ist in Ordnung. Osten, das ist die falsche Hälfte. Süden ist auch wieder eine volle Seite. Westen ist in Ordnung. Oben sieht auch gut aus. Und unten müssen wir auch einmal drehen. Und damit hätten wir hier die nördliche Hälfte. Das können wir auch wieder exportieren und dann quasi abspeichern. Darauf achten, dass es eine neue Datei wird, dass ihr nicht die alte Datei überschreibt. Gehen wir nochmal auf Projekt und wir benennen das einfach mal um zu South, also die südliche Hälfte. Dann verschieben wir das einfach mal hier so rüber, ja, dass wir eben genau die andere Hälfte besetzen. Und jetzt müssen wir wieder die Texturen ändern. Norden, Süden bleiben immer noch gleich, aber Osten, Westen, oben und unten müssen wir einmal genau auf die andere Seite drehen. So, und einmal noch das da, dann hätten wir das. Genau, dann können wir das auch wieder exportieren. Auch wieder eine neue Datei mit einem neuen Namen. Gehen auf Projekt. Jetzt machen wir einfach mal die westliche Hälfte. So, dazu müssen wir den Block wieder größer ziehen oder wir können das Ganze auch einfach quasi so lange rückgängig machen, bis wir wieder einen großen Block haben. So, dann sollten wir das jetzt haben. So, und dann schauen wir mal, hier ist Norden, dann ist hier Osten, also ist hier drin Westen. Dann ziehen wir das einmal so entlang. Dann haben wir hier die westliche Hälfte. Und dann müssen wir mal schauen, Norden ist die falsche Seite, Osten ist richtig, Süden ist auch richtig, Westen ist richtig. Oben sieht gut aus und unten tatsächlich auch. Ja, also das sieht alles in Ordnung aus. Dann können wir das auch einmal exportieren. Auch wieder als neue Datei. Runterladen, dann auf Projekt und dann benennen wir das hier um,
Statt Westen haben wir dann Osten. Und dann verschieben wir das genauso wieder auf die andere Hälfte des Blocks. Und dann verschieben wir die Texturen hier. Norden muss diese Seite sein, Süden die andere Seite. Oben und zu guter Letzt unten. Auch wieder hier, Osten und Westen sind ja die vollen Seiten vom Block. Da muss man gar nichts verändern. Und dann können wir das genauso nochmal exportieren. Und jetzt sollten wir 5 verschiedene Dateien haben. Dazu gehen wir hier rüber in einen Dateimanager. Im Download-Ordner sollten die da angezeigt sein. Ich bin hier auf Android, ich benutze ZArchiver. Wenn ihr auf iOS seid, könnt ihr Documents benutzen. Beides in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr das benutzen könnt. Wir haben jetzt hier diese 5 Dateien. Und was wir jetzt machen ist folgendes. Wir schalten mal kurz WLAN aus. Wir öffnen die einfach. Ja? Und zwar mit einem Datei-Editor. Ich benutze hier Code-Editor für Android. Ihr könnt Coder für iOS benutzen. Auch wieder beides in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt machen wir folgendes, wir nehmen diese ganzen Dateien quasi, also das, was wir hier drin haben, und hoppla, das war das Falsche. Stark, das war die falsche Datei. Slab Vertical wollen wir natürlich öffnen, nicht slab.geo. Slabvertical.geo.json öffnen wir einfach mal. Und wir wollen die jetzt quasi alle in eine Datei quasi fusionieren. Das macht es halt leichter, muss man nur eine Datei hochladen. Und das sieht ein bisschen ordentlicher aus. Ja? Also wir öffnen einfach mal alle Dateien, quasi von 0 bis 4, alle einmal durch. Da haben wir schon die dritte Datei und hier haben wir die vierte Datei. Okay, dann gehen wir hier mal einfach zur ersten. Falls ihr es noch nicht kennt, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, wir haben hier diese eckigen Klammern. Ja? Die geben quasi eine Liste an. Und da kann man also einfach mehrere Elemente reinmachen, nämlich hier dieses JSON-Objekt, eine Zeile weiter oben, aber egal, das umfasst quasi eine von diesen Geometrien. Ja? Und wir haben hier ja unser Vertical Double und hier haben wir unser Vertical North. Das heißt, wir gehen hier einfach mal zu Vertical North, markieren alles, was innerhalb dieser eckigen Klammern ist und sagen ausschneiden. Dann sollte die Geometriedatei so aussehen, also ziemlich leer. Wir gehen hier zu den eckigen Klammern, gehen eins nach unten, zweimal löschen, einfügen, Komma. So kann man das dann korrekt einfügen. Das ist fertig, das können wir schließen. Dann gehen wir hier zur zweiten Datei. Auch wieder hier alles zwischen den äußersten eckigen Klammern markieren, ausschneiden, überprüfen, dass es so aussieht. Dann eins nach unten, zwei löschen, einfügen, Komma. Dann können wir das auch wieder schließen. Jetzt machen wir das noch zweimal für 3 und 4. Also alles zwischen den eckigen Klammern markieren, ausschneiden, das sieht dann so aus. Dann gehen wir hier hin. Eins nach unten, zweimal löschen, einfügen, Komma. Und ein allerletztes Mal mit der Datei 4 hier. Einmal alles markieren, ausschneiden, dann hier eins nach unten, zwei löschen, einfügen, Komma. Und dann können wir das Ganze speichern. Ja? Wir überprüfen das jetzt nochmal, ob wir alles richtig gemacht haben. Hier oben haben wir Vertical North, dann South, West, East und hier unten haben wir Double. Ja? Überprüft einfach mal die Namen, wenn ihr vergessen habt, das umzubenennen, dann könnt ihr das hier im Notfall nochmal verändern. Ansonsten müsst ihr halt die Datei nochmal runterladen. Aber bei mir ist alles in Ordnung, das heißt, das können wir alles schließen. Und auch Code Editor brauchen wir auch nicht mehr. So, dann gehen wir hier nochmal zurück zu unserem Dateimanager. Jetzt haben wir hier die Datei, ihr seht 3,77 Kilobyte. Das ist quasi die größte Datei, da haben wir alle anderen Sachen reingemacht. Die kleineren Dateien können gelöscht werden. So, und damit haben wir eine einzige Datei, genauso wie wir es beim letzten Mal mit den Stufen gemacht haben. Das ist jetzt bereit. So, an sich kann man das jetzt auch schon entfernen. Das behalten wir noch, das können wir noch gleich ganz gut gebrauchen. Wir gehen jetzt zu Bridge. Wir fügen jetzt hier einen neuen Block hinzu, das machen wir hier mit diesen 3 Punkten. Klicken wir mal drauf und sagen New File. Einmal draufklicken. Dann haben wir hier auf dieser linken Seite diese ganzen Raster. Ja. Wir gehen hier zum obersten Raster und dort haben wir dann Custom Geometry Block. Das ist eben unseres. Wir haben hier einen Block quasi mit Blockbench erstellt, mit einer eigenen Geometriedatei. Das heißt, wir benötigen das. Den Identifier mache ich ähnlich wie zuvor. Und zwar hatten wir ja Calcite Slab. Also sagen wir Calcite Slab Vertical. Ja. Und Display Name, wir schreiben ja hier in die englische Übersetzungsdatei, aber für dieses Tutorial ist das relativ irrelevant, also sagen wir einfach vertikale Calcite-Stufe. So,
Blockmodell machen wir gleich noch und Blocktextur auch noch. Ja? Wenn ihr einen eigenen Block erstellt, quasi der nicht auf einem Vanilla-Block basiert, nicht die Textur davon verwenden möchtet, dann könnt ihr hier eure eigene Textur einfügen. Ich mache das hier mit Calcite. Ich möchte quasi die Standardtextur benutzen und möglicherweise, wenn man ein Texturenpaket verwendet, das auch noch möglich machen, dann würde ich das hier unbedingt leer lassen. Ja? Also machen wir das erstmal so, Calcite Slab Vertical, vertikale Calcite-Stufe. Wir sagen Create, damit werden die nötigen Dateien erstellt und die meisten davon werden wir auch direkt wieder löschen. Ja? Da werden wir uns gleich reinstürzen, es wird eine Weile dauern, aber wir gehen als erstes hier in unser Ressourcenpaket rüber, und zwar unter Models und Blocks. Da haben wir hier diese Beispieldatei quasi, die vorgelegt wird, was eigentlich nur ein Standardblock ist, aber wir löschen das jetzt erstmal. Ja? Wir haben nämlich unsere eigene Datei erstellt. Das heißt, hier bei Blocks auf die drei Punkte gehen und dann sagen wir Import File. Ja? Und damit können wir eine eigene Datei hochladen. Hier wählen wir dann einfach die Datei aus. Da haben wir slabvertical.geo.json. Klicken wir einmal drauf und dann wird das hochgeladen. slabvertical.geo.json. Dann haben wir das da drin, dann kann man das schließen. Text fassen wir nicht an, brauchen wir gerade nicht. Blocks. Da haben wir Calcite Slab Vertical, quasi eine vorgegebene Textur, können wir löschen. Brauchen wir nicht. Ja? Dann haben wir hier Terrain Texture, das können wir auch direkt löschen. Wenn ihr quasi eine eigene Textur verwenden wollt, dann könnt ihr das, müsst ihr das eigentlich alles lassen. Aber wir benutzen ja hier die internen Texturen, also entfernen wir einfach das. Ihr seht hier den Kompassblock, den lassen wir allerdings noch drinne. So, speichern und schließen. Und dann müssen wir noch ein bisschen weitermachen, denn das wäre es, aber wir haben hier noch blocks.json. Eine letzte Sache, wenn ihr quasi das auf einem Vanilla-Block basieren wollt, wie ich das hier auf Calcite mache, dann kann man hier zum Beispiel das Geräusch verändern und statt Stone, also Stein, kann man hier einfach Calcite für Calcite eintippen. Und ihr seht, es wird direkt vorgeschlagen, das heißt, wenn es eine gültige Geräuschdatei dafür gibt, dann funktioniert das hier. Dann wird es vorgeschlagen. So, damit hätten wir, glaube ich, alles. Ja, da sind wir durchgegangen. Gehen wir mal hier rüber. Ja, wir werden noch gleich Loot Tables erstellen, etwas später, und Rezepte natürlich auch. Aber jetzt stürzen wir uns erstmal hier in diesen Block hinein. Formatversion verändern wir auf die 1.20.0. Ja? Also im Grunde die neueste Version. Hoppla. Jetzt sind da drei Nullen. Egal, machen wir es so, 1.20.0. Es ist im Grunde die neueste Version. Es gibt ja jetzt diese 1.20.10.12 und im Grunde gibt es noch diese ganzen Beta-Versionen. Aber wir lassen uns einfach auf der 1.20.0. Darauf basiert ja auch mein vorheriges Video und die Videos davor. Also machen wir es einfach mit der Version. So, als erstes werden wir hier noch ein paar Sachen entfernen, nämlich hier zum Beispiel Render Method. Das braucht ihr nur, wenn ihr zum Beispiel Glas oder gefärbtes Glas benutzen wollt. Für Glas benutze ich hier Alpha-Test, für gefärbtes Glas müsst ihr Blend benutzen, aber hier Calcite hat ja eine komplett deckende Textur, also können wir das einfach entfernen. Und die Geometriedatei, die können wir auch entfernen, die machen wir erst später. So, und das hier, ja, das können wir einfach direkt ändern. An sich machen wir das hier auf Calcite. Das lässt mich nicht ganz. Nein, will nicht. Doch, jetzt. Wir verändern das, dass da nur noch Calcite steht, beziehungsweise den Block, den ihr halt eben haben wollt. Wenn ihr eine eigene Textur nehmt, dann könnt ihr es so lassen, wie es vorher war. So, wir gehen zu Description. Dort haben wir unseren Identifier, das braucht natürlich jeder Block, damit man den überhaupt bekommen kann. Allerdings fügen wir jetzt hier noch ein paar Sachen hinzu, also ein Komma, eins runter und Anführungszeichen. Dann machen wir Menu Category, das ist dann die Kategorie, die im Kreativinventar quasi angezeigt wird. Da sagen wir Category und Construction. Das ist, hoppla, Construction, bitte, danke. Das ist quasi die oberste von den vier Kreativinventar-Kategorien. Und da sind die ganzen Baublöcke drin. Ja? Und dann können wir jetzt hier noch eine Gruppe hinzufügen. Und im Grunde würde ich das ganz gerne vorgeschlagen bekommen. Im Grunde fügen wir das jetzt einfach bei den Stufen hinzu. Wir können keine eigene Gruppe machen, das ist sehr schade, aber im Grunde haben wir sehr ähnliche Blöcke hier, also diese Stufen, dann fügen wir es einfach da mit ein. Dann holen wir uns noch eine weitere Sache, genau gesagt zwei weitere Sachen. Erstmal Traits, und das sind quasi die ganzen
ja, vordefinierten Eigenschaften, die Minecraft quasi schon zulässt. Dazu braucht ihr die geplanten Creator-Funktionen. Das heißt, die sollten in eurer Welt definitiv aktiviert sein. Und dann habt ihr hier Placement Direction. Das ist quasi die Blickrichtung, die man schaut, wenn man den Block platziert. Und davon gibt es halt eben zwei. Einmal, mal schauen, ob es direkt vorgeschlagen wird. Einmal Cardinal Direction und einmal quasi allgemeine Richtung, in die man schaut. Ja? Schaut euch das erste Video an, ja, wo ich die Block.json-Datei erklärt habe. Da habe ich das alles einmal erklärt. Aber wir brauchen hier Cardinal Direction, das ist quasi die Himmelsrichtung. Ja? Damit entscheiden wir, welche Hälfte vom Block besetzt wird. Und wenn wir jetzt quasi in Richtung Norden schauen, den Block platzieren, dann wird im Grunde die nördliche Hälfte des Blocks besetzt. Ja? Aber an sich wollen wir genau das Gegenteil, wir wollen, dass der Block zu uns schaut. Daher müssen wir hier noch eine weitere Sache hinzufügen, nämlich dieses Y-Rotation Offset, also die Drehung, ja, um die es noch weiter gedreht wird, und wir machen es auf 180, also immer genau die gegenteilige Richtung, in die wir schauen, also immer in unsere Richtung. Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Ich bin nicht der Beste im Erklären, also vielleicht sollte ich solche Videos nicht machen. Egal, versuchen wir es. Als nächstes fügen wir noch Properties hinzu, denn wie zuvor haben wir ja unterschiedliche Zustände, die so eine Stufe halt haben kann. Entweder ist es eine einzelne Stufe oder es ist eine doppelte Stufe. Und da sagen wir dann eben TA Doppelpunkt is double. TA ist eben hier unser, in unserem Identifier, unser Projektpräfix quasi. Wird auch Namespace genannt. Grundlegend brauchen wir halt diese Eigenschaft, damit wir unterscheiden können, ob es eine einzelne oder eine doppelte Stufe ist. Man kann das natürlich mit zwei Blöcken machen, also mit Cassite Slab Vertical und Cassite Slab Vertical Double, also zwei Blöcke, aber ich finde es persönlich besser, wenn man das mit einem Block macht. Ja? Das hält es so ein bisschen kompakter, man muss nicht unendlich viele Blöcke erstellen. So, wir haben also hier diese Eigenschaft, TA Doppelpunkt ist Double. Die entscheidet dann eben, ob es eine doppelte oder eine einzelne Stufe ist. Ihr müsst sicherstellen, dass es hier auf False ist. Ja? Denn anfangs, wenn ihr den Block nur platziert, dann ist es ja nur eine einzelne Stufe, ein halber Block eben. Das heißt, die erste Eingabe hier muss auf False sein. So, damit hätten wir die Description, die Beschreibung fertig. Jetzt gehen wir zu Komponenten und als allererstes machen wir dort Destructible by Explosion. Das ist im Grunde der Explosionswiderstand. Ja? Da machen wir geschweifte Klammern auf, geschweifte Klammern zu, Anführungszeichen Explosion Resistance und dann packen wir das hier auf einen, ja, bestimmten Wert. Im Grunde schaut auf Wikipedia nach, welcher Explosionswiderstand es hat und verfünffacht es. Ich weiß nicht genau warum, ihr müsst es einfach verfünffachen, damit das korrekt funktioniert. Vom letzten Block, den wir erstellt haben, der normalen Kalzitstufe, haben wir das auf 3,75 gesetzt. Daher machen wir das hier einmal ganz genauso. Ihr müsst dann halt einfach nachschauen. Ja? Dann haben wir Destructible by Mining, das ist dann die Abbauzeit, also die Zeit, die man benötigt, um den Block zu zerstören. Auch hier wieder, man kann das nicht so genau machen. Natürlich, je nach Werkzeug, was man hat, ist es unterschiedlich, aber man kann hier einfach nur eine Zeit angeben. Also machen wir das auf einen recht niedrigen Wert, auch wieder wie zuvor. Ich würde es einen relativ niedrigen Wert drauf machen, damit es halt relativ einfach ist abzubauen. Aber ich würde den auch nicht zu niedrig machen, dass man es versehentlich abbaut. Ja? Müsst ihr einfach mal ein bisschen aufpassen. Ich mache das hier auf 0,2, wie ich finde, ein ganz guter Wert. So, Collision Box machen wir später. Crafting Table, Display Name, Flammable. Wenn ihr einen holzartigen Block macht, dann braucht ihr Flammable. Friction lassen wir so. Geometry machen wir später. Light Dampening, Light Emission brauchen wir erstmal nicht. Loot, Map Color. Map Color ist ganz wichtig, wenn ihr das auf Karten sehen haben wollt. Man kann es entweder als Hexadezimalcode machen oder eben halt als, ja, als Liste mit Werten, ja, mit RGB-Werten. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, deshalb schaue ich nochmal nach, welche Werte das hier sind. Ich habe einen Link in der Videobeschreibung, wo das quasi drin ist, wo alle möglichen Farben vermerkt sind. Da könnt ihr einfach nachschauen. Aber ich habe das hier schon gemacht, daher kann ich das einfach kopieren. 209, 177 und 161. Dann gehen wir mal hier rüber. 209, 177 und 161. Dann sollte das die richtige Farbe sein. Es sieht so aus. Hier gibt es ja diese kleine Vorschau. Das ist also ganz in Ordnung. Mal schauen, ob wir noch irgendwas brauchen. So, Loot hatten wir schon. On Fire und Interact. Das brauchen wir alles erstmal nicht.
Ja, das war's. Ja, das war's fürs Erste. Das können wir erstmal so hier wieder löschen. Das heißt, das sind die grundlegenden Eigenschaften, die jeder Zustand quasi, den wir hier haben, jeder Zustand hat diese Eigenschaften. Wir haben also Explosionswiderstand 3,75, eine Dauer von 0,2 Sekunden, um es zu zerstören, diese Karte, diese Farbe auf Karten und diese Textur an den Blöcken. Ja? Dann können wir hier ein Komma setzen, gehen eins darunter und jetzt fügen wir einen Block Trigger hinzu. Dazu braucht ihr die Firetax-Creator-Funktion, das heißt, die sollte im Spiel aktiviert sein. Und dort fügen wir eins hinzu, das heißt OnInteract. Im Grunde, wenn wir den Block platzieren, das ist ja eine einzelne Stufe, wenn wir nochmal auf eine bestimmte Seite klicken, dann wird es ja zur Doppelstufe. Ja? Und das ist eben dieses OnInteract, wenn wir damit interagieren. Und dann fügen wir hier noch was hinzu, eine Condition. Und die wird jetzt recht kompliziert werden, das hatten wir auch schon in der letzten Folge. Hier wird es nochmal ein bisschen länger. Daher, ich versuche es möglichst genau zu erklären. Ja? Grundlegend, wenn wir aus dieser einzelnen Stufe eine doppelte Stufe machen wollen, müssen wir eine weitere in der Hand halten. Also fragen wir ab, was für einen Gegenstand wir in der Hand halten. Das können wir mit einer sogenannten Query, query.is unterstrich itemname any. Ja? Ist itemname any. Damit kann man einen Gegenstand im Inventar abfragen. Brauchen wir Klammer auf Klammer zu. Da müssen nämlich einige Parameter rein, unter anderem eben der Ort im Inventar, also der Slot, wo wir das eben abfragen. Und dazu habe ich einen Link in der Videobeschreibung, falls ihr an anderen Stellen was abfragen wollt. Aber uns interessiert hier slot.weapon.mainhand. Das ist im Grunde der Inventarslot, den ihr gerade in der Hand haltet. Und das sollte ja eben hier unsere Stufe sein. Daher fügen wir jetzt hier noch TA Doppelpunkt, Cassite Slab Vertical hinzu. Ja? Also Cassite Slab Vertical. Und nicht vergessen immer diese Apostrophe, braucht ihr zwei, Anfang und Ende. Und damit hätten wir das. Grundlegend habe ich gerade vergessen, wenn ihr einen anderen Inventarslot haben wollt, zum Beispiel grundlegend im Inventar, dann müsst ihr hier zwischen noch einen Wert angeben, zum Beispiel, keine Ahnung, 12. Ja? Aber man kann ja nur einen Gegenstand in der Hand halten. Daher ist das hier irrelevant. Wir fragen also ab, haben wir eine vertikale Kalzitstufe in der Hand? Ja? Und das soll auf jeden Fall zutreffen, aber es soll noch mehr hinzutreffen. Also machen wir hier ein Und, eine Und-Verknüpfung und wir fragen quasi jetzt eine Eigenschaft des Blocks ab, nämlich es muss eine einzelne Stufe sein. Ja? Es darf keine doppelte Stufe sein, es muss eine einzelne sein. Und dazu fragen wir hier mit Block-Property eine Eigenschaft des Blocks ab und zwar in unserem Fall TA Doppelpunkt ist double. Damit können wir eben die Eigenschaft bekommen, ob es eben eine doppelte Stufe ist. Und dadurch, dass es ein Wahrheitswert ist, können wir auch einfach ein Nicht davor setzen, dieses Ausrufezeichen. Ja? Wir fragen ab, ist es eine Doppelstufe? Wenn es sagt ja, dann wird es hier quasi invertiert, dann sagt es nein. Das heißt, diese Abfrage stimmt nicht. Und dann funktioniert das mit dem Und nicht und dann interagieren wir mit dem Block nicht. Ja? Andersrum, wenn es eine einzelne Stufe ist, dann steht ja hier eigentlich false, das ist keine doppelte Stufe, das wird dann hier indentiert, das wird dann wahr. Und wenn beides wahr ist, wenn wir eine Kalzitstufe in der Hand halten und das eben eine einzelne Stufe ist, dann können wir daraus eine doppelte Stufe machen. Gut, das war es allerdings leider noch nicht. Wir brauchen noch ein paar weitere Sachen. Dazu machen wir hier und, Klammer auf, Klammer zu. Und jetzt kommen die ganzen Seiten hinzu. Ja? Wenn wir quasi den Block platzieren, die nördliche Hälfte wird quasi besetzt, dann wollen wir die südliche Hälfte vom Block, die südliche Seite vom Block anklicken, um daraus eine doppelte Stufe zu machen. Und dazu brauchen wir jetzt hier einen Haufen Abfragen. Dazu mache ich hier doppelte Klammern auf, Klammern zu. Und dann fragen wir hier query.blockProperty. Diesmal nicht is double, sondern Minecraft Doppelpunkt Cardinal Direction. Wieder Apostrophe und dann Klammer zu. Und das muss jetzt den Wert North haben. Ja? Also Norden. So und so. Der Block ist also die nördliche Hälfte vom Block wird quasi gerade besetzt. Und die Seite, die wir anklicken, also sagen wir hier und. Und dann Query.blockface, das ist quasi die Seite, die wir anklicken. Die können wir auch wieder mit dem Wert vergleichen. In unserem Fall ist es 2. Ja?
Der Wert 0 ist quasi die untere Seite vom Block, 1 ist oben, 2 ist Norden, 3 ist Süden, 4 ist Westen, 5 ist Osten und 6 ist undefiniert. Aber in dem Fall brauchen wir einfach 2. Dann funktioniert das hier. Das müssen wir jetzt nochmal hinzufügen, also dieses Query.BlockProperty, Minecraft-Doppelpunkt-Cardinal-Direction für South, West und East. Ja? Und dann müssen wir hier diese Werte eben um 1 erhöhen. Ich versuche hier gerade zwischen die Klammern zu kommen. Also entweder ist es diese Seite, diese Hälfte vom Block wird besetzt und diese Seite wird angeklickt. Oder dazu hier diese zwei vertikalen Striche, auch wieder Klammer auf, Klammer zu. Dort fragen wir wieder dasselbe ab. Query.blockProperty, Klammer auf, Apostrophe, Minecraft, Doppelpunkt, Cardinal Direction, Apostrophe, Klammer zu, gleich, gleich, und dann sagen wir South, genau so, und eine weitere Eigenschaft muss zutreffen, nämlich Query.blockFace muss in dem Fall 3 sein. Ja? Wir hatten 2, jetzt haben wir 3. Dann wieder eine Klammer weiter quasi gehen, dieses oder, Klammer auf, Klammer zu, in die Klammern reingehen, auch wieder hier query.blockProperty, Klammer auf, Apostrophe, Minecraft, Doppelpunkt, Cardinal Direction, Apostrophe und Klammer zu. Das vergleichen wir mit dem Wert, in dem Fall West, also Westen, Apostrophe, West, Apostrophe. Und query.blockface gleich gleich 4. Ja? Das ist dann die westliche Seite. Und ein letztes Mal machen wir das noch für Osten. Also wieder ein letztes Mal oder. Klammer auf, Klammer zu. Wir gehen in die Klammer rein. Sagen wir query.blockProperty. Klammer auf, Apostrophe. Minecraft. Doppelpunkt. Cardinal Direction. Apostrophe und Klammer zu. Das vergleichen wir mit dem Wert. East, tippen wir einmal ein, noch eine Apostrophe und query.blockface gleich gleich 5. Und damit sollten wir es haben. Wer weiß, ob ich ein paar Klammern vergessen habe, das können wir später nochmal nachschauen, aber das sollte es fürs Erste sein. Das ist die gesamte Bedingung und das ist wirklich das Komplizierteste an dem ganzen Block, nämlich dieses ganze Interact. Jetzt fügen wir ein Event hinzu. Ja? Und das wird hier direkt vorgeschlagen, weil ich das vorher mit der Calcit-Stufe schon mal gemacht habe. Event TA:interacted. Also wenn man mit diesem Block interagiert hat, dann wird ein sogenanntes Event ausgeführt. Und das fügen wir jetzt hier auch tatsächlich hinzu, denn wir sind mit den Komponenten fertig. Also machen wir hier Anführungszeichen und sagen Events. Und wenn ihr das vorher schon eingetippt habt, dann sollte es hier direkt angezeigt werden. Da haben wir es. Doppelpunkt, geschweifte Klammern. Und jetzt können wir hier Sachen passieren lassen, wenn dieses Ereignis eintritt. Ich würde das ganz gern in derselben Reihenfolge machen, wie wir es vorher gemacht haben. Daher schaue ich einmal kurz nach. Hoppla. Ich habe eine 7 irgendwo eingetippt. Also wir haben hier Block Property, Decrement Stack und Run Command. Okay. Also als erstes setzen wir die Eigenschaft. Ja? Grundlegend, warum machen wir das? Um hier aus dieser einzelnen Stufe eine doppelte Stufe zu machen. Und dazu verändern wir hier die Block-Eigenschaft. Ja? Und dann machen wir hier Anführungszeichen TA:isDouble. Die war vorher auf False, jetzt setzen wir die auf True. Das heißt, jetzt ist es eine doppelte Stufe. Eine weitere Sache, die wir haben wollen, ist Decrement Stack, wenn es vorgeschlagen wird. Dankeschön. Decrement Stack verringert quasi den Stapel an gehaltenen Gegenständen um 1. In dem Fall wissen wir ja schon, wir haben eine Calcit-Stufe, eine vertikale Calcit-Stufe in der Hand, die wird dann um 1 reduziert. Macht ja irgendwie Sinn, bei einer normalen Stufe hat man ja zum Beispiel 2, man platziert eine, man platziert da drauf quasi nochmal und dann hat man plötzlich keine mehr. So macht man das dann eben. Und die letzte Sache, die so ein bisschen ja, für die Ästhetik im Grunde ist, die man nicht unbedingt braucht, aber wir werden hier einen bestimmten Befehl abspielen und da sagen wir eben Run Command und dann eben den Command, den Befehl. Und in unserem Fall ist es ein Slash Play Sound. Und in, hier geben wir dann quasi das Geräusch ein, wenn man den Block platziert. Also place.calcite. So. Wir platzieren quasi
im Grunde eine weitere Stufe und dabei wird das Geräusch abgespielt. So, wer soll das hören? Eigentlich jeder, allerdings nicht jeder auf dem ganzen Server zum Beispiel, wo man das benutzt, sondern eigentlich nur Leute, die in einem bestimmten Bereich sind. Und damit können wir hier das quasi einschränken und sagen R gleich 16. Das ist etwa der Bereich, wo man einen platzierten Block hören kann. Und wie gesagt, das ist nicht unbedingt nötig. Das braucht man nicht, damit der Block funktioniert. Es macht es einfach nur ein bisschen hübscher. Ja? Eigentlich gibt es eigene Funktionen schon dafür, nämlich, weiß nicht, wo das gerade angezeigt wird, scheinbar nicht. An sich gibt es so einen Play-Sound und Particle-Effekt eigentlich schon integriert, aber die funktionieren nicht. Deshalb machen wir das einfach per Befehl. So, damit hätten wir auch die Events. Jetzt kommen wir zu Permutations, quasi dem letzten Abteil. Das ist eine Liste, wo wir unterschiedliche Eigenschaften abfragen können und damit unterschiedliche Zustände des Blocks annehmen können. Hier entscheiden wir wirklich, wie der Block aussieht und welche Form er hat. Als erstes machen wir hier geschweifte Klammern und ein Anführungszeichen. Eigentlich kann man zuerst die Komponenten machen. Ich mache gerne erst die Bedingungen. Und hier müssen wir auch wieder einige Queries machen. Wir können in diesem Fall allerdings nur diese Query.blockProperty-Abfragen machen. Das heißt, die sind die einzigen, die wir nutzen können. Wir sagen Query.blockProperty, Klammer auf, Anführungszeichen, Minecraft, Doppelpunkt, Cardinal Direction, Apostrophe, Klammer zu, gleich, gleich. Und dann haben wir hier zum Beispiel North. Also wenn der Wert auf Norden ist, damit können wir jetzt hier unsere Stufe quasi machen, wenn es die nördliche Hälfte vom Block ist. Ja? Und eine weitere Bedingung, die recht wichtig ist, es darf keine Doppelstufe sein. Ja? Also sagen hier Ausrufezeichen, Query.blockProperty, Klammer auf, Apostrophe, TA, Doppelpunkt, ist Double. Es darf also keine Doppelstufe sein. Es muss eine einzelne sein, die Doppelstufe machen wir am Ende. Das machen wir im Grunde viermal für die vier verschiedenen Richtungen, aber wir sind noch nicht ganz fertig, denn wir kommen jetzt hier noch zu den Komponenten. So, Doppelpunkt, geschweifte Klammern, auf und zu. Und als allererstes fügen wir quasi die Hitbox hinzu, oder Collisionbox, wenn man es so nennen möchte. Und jetzt brauchen wir hier bestimmte Werte, einmal für Origin, einmal für Origin, einmal für Size, also einmal für den Ursprung und einmal für die Größe. Und die kann man recht leicht herausfinden, wenn man hier das im Blockbench noch geöffnet hat. So, und dann nehmen wir uns hier die doppelte Stufe und nicht die doppelte Stufe, sondern die vertikale Stufe. Wir formen die wieder so, wie sie vorher war. Man muss jetzt nicht die Texturen korrigieren, aber immerhin so, dass es wieder dieselbe Position war. Ihr erinnert euch, die nördliche Hälfte sah etwa so aus. Dann haben wir hier quasi beim Verschiebetool den Ursprung, minus 8, 0, minus 8 und die Größe ist 16, 16, 8. Ja? Und das könnt ihr jetzt hier wild herumschieben, je nachdem, welche Hälfte des Blocks ihr haben wollt. Und dann findet ihr halt die ganzen Werte. Da werde ich jetzt nicht alle einzeln machen, ich werde das relativ schnell überspringen. Also, Origin hatten wir minus 8, 0, minus 8. So. Das sind tatsächlich die Standardwerte, also eigentlich müsste man das gar nicht eintippen, aber ich mache es einfach trotzdem. So, und die Größe haben wir 16, 16, 8. Das Ganze machen wir jetzt tatsächlich noch einmal. Und das Ganze machen wir nicht mit Collision Box nochmal, sondern einmal mit Selection Box. Das ist dann eben diese Box, wo man draufklickt, wo man dann mit dem Block interagiert. Auch genauso aufgebaut, also auch wieder hier Origin, machen wir wieder minus 8, 0, minus 8, dann ein Komma und dann fügen wir die Größe hinzu, also 16, 16 und 8. Ja, das ist dann genauso, das wird auch später genauso sein, einfach genau dieselben Werte eintippen, dann gibt es da überhaupt keine Probleme. Was fügen wir noch hinzu? Geometry. Geometry ist ganz wichtig und jetzt müssen wir hier mal suchen. Ja, das kann eine Weile dauern. An sich können wir hier Geometry eintippen und wir haben es ja vorhin Slab genannt. Hoppla. Warum wird das direkt hinzugefügt? Keine Ahnung. Wir sagen einfach mal Geometry.slab und wenn wir hier eins zurückgehen,
dann werden halt alle vorgeschlagen. Zum Beispiel eben Slab Vertical Double, Slab Vertical East, Slab Vertical North und die, die wir vorher schon gemacht haben. Ja? Wir wählen hier einfach die nördliche Hälfte aus, weil wir hier den Norden abgefragt haben. Und eine weitere letzte Sache, nämlich Light Dampening. Und das setzen wir auf 0. Ja? Das ist ja kein ganzer Block, das heißt, der lässt einfach Licht durch. So, haben wir noch was? An sich nicht. Nee, das sollte an sich alles sein. Dann können wir das hier wieder löschen. So, das machen wir jetzt hier ganze dreimal noch. Und zwar für Süden, Westen und Osten. Ich werde das hier gleich überspringen, aber grundlegend nochmal. Also wir haben hier wieder die Condition. Dann fragen wir ab, query.blockProperty, Minecraft Doppelpunkt Cardinal Direction gleich South. Und dann auch wieder nicht query.blockProperty, TA Doppelpunkt ist Double. Das bleibt absolut gleich. Das Einzige, was sich hier ändert, ist eben die Richtung. Macht ihr eben North, South, West und East. Dann müsst ihr hier die Werte für die Kollisionsbox verändern, den Namen hier verändern und das bleibt auch so. Ja? Das bleibt genauso. Das sind ja alles nur halbe Blöcke. Also, ich mache das jetzt mal kurz. Bis gleich. So, ich habe die jetzt alle mal hinzugefügt. Schauen wir uns mal an, was ich hier genau gemacht habe. Also, ich habe das im Grunde alles genauso aufgeschrieben. Hier haben wir South, hier haben wir andere Werte. Origin hat sich hier verschoben. Ihr seht, minus 8, 0, minus 8. Hier haben wir minus 8, 0, 0. Genauso bei der Selection Box. Natürlich eine andere Geometrie. Hier haben wir South. Dann haben wir hier West verändert. Auch wieder eine andere Größe, einen anderen Ursprung. Genauso wie bei der Selection Box. Auch hier wieder einen anderen Namen. Und hier zu guter Letzt haben wir dann East. Und auch wieder anderen Ursprung, andere Größe. Beziehungsweise die Größe ist ja gleich geblieben, aber der Ursprung ist anders. Und eine neue Geometrie. Und natürlich, das ist auch wieder gleich geblieben. So, damit hätten wir praktisch alle. Allerdings fehlt noch ein letztes Teil davon, nämlich die doppelte Stufe. Ja, die fügen wir jetzt hier noch hinzu und zwar genauso wie davor. Wir sagen Condition Doppelpunkt und dann quasi Anführungszeichen, nicht Geometry, nein, nicht Geometry, Query. Wir brauchen Query.blockProperty und dann fragen wir eben ab, ob es eine Doppelstufe ist. Ja, also hier Klammer auf, Apostrophe TA Doppelpunkt ist Double. So und so und so. Ja? Dann sieht das Ganze so aus. Wir haben ja die ganze Zeit abgefragt, ob es eben keine doppelte Stufe ist. Jetzt brauchen wir eben noch eine Eigenschaft oder einen Zustand, wo es eine Doppelstufe ist. Und das fügen wir jetzt hier einfach mal noch hinzu. Da sagen wir Komponenten. Und viele der Sachen, die wir vorher quasi eingestellt haben, müssen wir jetzt hier wieder zurücksetzen. Grundlegend Collision Box. Hoppla. Nicht Crafting Table, sondern Collision Box wollen wir. Tippen wir das einmal so ein. Collision Unterstrich Box. So, Collision Box. Genau. Einfach geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Das setzt es zurück auf die Standardwerte. Genauso machen wir das mit Selection Box hier weiter unten. Doppelpunkt, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Genauso wieder die Standardwerte. Dann haben wir hier die Geometriedatei als nächstes, also Minecraft.geometry. Da brauchen wir noch Anführungszeichen, dummerweise. Sagen wir Anführungszeichen, Geometry.slab, nicht Slab, sondern Slab. Mal schauen, ob es direkt vorgeschlagen wird. Bisschen warten, manchmal dauert es etwas. Nein, möchte nicht, okay. Dann sagen wir eben selber Slab Vertical Unterstrich Double. Nein. Oh, ich habe es falsch geschrieben. Slab Vertical habe ich geschrieben. Vertical. Double. Ja, jetzt wird es nicht mehr gelb unterstrichen. Das ist auf jeden Fall richtig. Dann sagen wir hier Light Dampening. Das machen wir tatsächlich hier auf 15, weil jetzt ist es wieder ein voller Block. Und die letzte Sache, die wir noch hinzufügen müssen, hier drin ist Loot. Und das ist natürlich auch wieder das Falsche. Und zwar müssen wir jetzt hier das so einstellen, dass wir zwei von denen bekommen. Weil wir hier eine doppelte Stufe haben. Und jetzt müssen wir hier im Grunde danach suchen, aber wir haben es noch gar nicht erstellt. Daher gehen wir einfach mal kurz raus.
Ja? Und wir können das kurz mal hier schließen. Wir gehen auf die drei Punkte und sagen New File. Dann gehen wir hier zum unteren, also zum untersten dieser drei Kategorien und gehen hier auf diesen Schädel. Ja? Und dann setzen wir hier einen Namen. Wir sagen da einfach mal, beziehungsweise Calcite unterstrich Slab Vertical. Ja? Das sieht dann so aus. Das ist dann der Name der Datei. Und ich kenne mich nicht so gut mit Loot Tables aus. Ich kenne im Grunde nur die Grundlagen, könnte man sagen. Wir gehen hier in diese geschweiften Klammern und sagen dann hier Type, Doppelpunkt, Anführungszeichen, Item. Das heißt, wir bekommen dann eben einen Gegenstand. Dann haben wir hier Functions, machen wir auf und zu, geschweifte Klammer auf. Dann setzen wir hier die Anführungszeichen, sagen Function, Doppelpunkt und dann wählen wir hier eine aus. Und dann sagen wir SetCount, ja, das setzt dann das eben auf eine bestimmte Zahl. Count, Doppelpunkt, Anführungszeichen, mal schauen, Max und Min. Maximal sagen wir 2, wir wollen ja schließlich 2 haben. Und Min setzen wir genauso auf 2. Das sehe ich gerade nicht. So. Min Doppelpunkt 2. Also wenn man es Maximum auf 2 setzt, Minimum auf 2 setzt, dann ist es immer 2. Und so kann man das quasi stimmen. Wir müssen jetzt hier im Grunde noch das Item angeben, nämlich sagen wir hier, hoppla, nicht Pools, sondern eigentlich Name. Bin völlig in der Zeile verrutscht. Gehen wir nochmal dahin. Und zwar sagen wir hier Name. So, jetzt haben wir es. Name, Doppelpunkt. Und dann TA, Doppelpunkt, Calcite, Calcite Slab, Vertical. Und wenn das jetzt hier angezeigt wird, hoffentlich, dann sollte es richtig sein. Ja, wird schon funktionieren. Wenn da quasi mit gelben Strichen das unterstrichen ist, dann gibt es das quasi gar nicht. Aber es ist alles in Ordnung, dann sollte es genauso funktionieren. Das können wir jetzt hier speichern und schließen. So, jetzt brauchen wir im Grunde den Namen vom Loot Table. Und das ist Calcite Slab Vertical. Ja? Also können wir hier rüber gehen in Loot. Und dann schauen wir einfach mal nach. Calcite Slab Vertical.json. Ja? Das ist an sich ein Dateipfad, also hier loot-tables-calcite-slab-vertical.json, aber wenn ihr das quasi nur so eintippt, dann wird es direkt vorgeschlagen. So, damit hätten wir auch im Grunde den Block fertig. Ein paar Sachen fehlen allerdings noch, wir können ihn nämlich noch gar nicht herstellen. Und das machen wir jetzt noch. Ihr seht das hier mit den Rezepten. Wir haben es einmal mit dem Crafting-Table, einmal mit dem Stone-Cutter gemacht. Also einmal die Werkbank und einmal mit der Steinsäge. Und das machen wir genauso nochmal. Wir sagen hier New File. Auch wieder hier in der untersten Kategorie auf dieses kleine Buch. Den Namen, ich werde das hier jetzt quasi extra machen. Wir machen es einmal für den Crafting Table unterstrich Calcite unterstrich Slab unterstrich Vertical. Das ist ein recht langer Name, aber an sich erklärt es genau das, was wir haben wollen, nämlich die vertikale Calcite-Stufe in der Werkbank. Template müssen wir hier noch auswählen. Wir sagen Shaped Recipe. Shaped Recipe sind für Werkbänke nötig. Ja? Und dann sagen wir hier Create. Und jetzt müssen wir hier einige Sachen machen. Zunächst mal Tags. Tags ist quasi die Angabe, welche Arbeitsblöcke, könnte man sagen, damit funktionieren. Mal schauen, ob wir hier direkt was vorgeschlagen bekommen. Ich sehe es gerade nicht. Nee, wir fügen einfach mal Crafting Table ein. Ja? Das sieht dann so aus. Man kann es an sich so oder so nicht an irgendwelchen anderen Blöcken nutzen, zumindest bisher nicht. Daher einfach Crafting Table da rein machen. Dann Key, da fügen wir die ganzen quasi Gegenstände hinzu, die in dem, die in dem Rezept halt enthalten sind. Häufig wird einfach so eine Raute benutzt oder Hashtag, wie auch immer ihr es nennen wollt. Die geschweiften Klammern auf und zu, dann Anführungszeichen, wir sagen Item. Und im Grunde wollen wir jetzt hier Calcite haben. Wenn ihr das mit einem eigenen Block macht, mit einem selbst erstellten Block, dann müsstet ihr halt darauf achten, dass ihr im Grunde euren eigenen Block vorher schon erstellt habt oder dass es dann einfach nicht herstellbar ist. So, wir wollen hier Item Calcite.
Cassette, keine Ahnung, warum es zwei davon gibt. Wir nehmen das ohne einen Abstand dahinter. Ja. Dann haben wir Pattern, das ist eben die Form. Und dann machen wir hier im Grunde Anführungszeichen eins dieser Rauten rein, das was wir eben schon da oben hatten. Dann wieder so eine Raute und noch einmal drunter machen wir wieder so eine Raute. Ja. Ihr müsst es euch vorstellen, wie man die Stufe macht, eben drei Stück nebeneinander. Vertikale Stufe sind dann eben drei übereinander. Grundlegend könnt ihr hier noch zwei weitere Sachen hinzufügen, aber das ist an sich so, wie man das macht. Und dann haben wir hier das Resultat, das Ergebnis, das was man auch immer herstellt, nämlich Item. Und dann wird das hoffentlich direkt vorgeschlagen. Ja, da haben wir eine ganze Menge, also tippen wir mal einen TA-Doppelpunkt. Mal schauen, ob das weiterhilft. Nein, okay, dann tippen wir das einfach wieder selber ein. Cassite, Slab Vertical, da haben wir es. Ja, also das können wir einfach mitnehmen. Cassite, Slab Vertical. Komm schon. Count setzen wir hier auf 6, weil man ja dadurch immer 6 Stufen, beziehungsweise in diesem Fall 6 vertikale Stufen bekommt. So, damit hätten wir das. Dann können wir das schließen und natürlich einmal speichern. Dauert ein bisschen. Gut, dann hätten wir das. Und dann erstellen wir ein weiteres. Und zwar diesmal mit Stonecutter, weil das ist ja eben eine Gesteinsart, Kalzit. Und damit können wir das auch mit der Steinsäge herstellen. Also Stonecutter, Calcite, Slab, Vertical. Genau so, dann haben wir das. Template, diesmal ist es Shapeless Recipe. Ja? Das bedeutet, wir geben einen einzelnen Block ein und bekommen andere Blöcke raus. Tags müssen wir auch wieder hinzufügen. Diesmal natürlich nicht Crafting Table, wir wollen das ja nicht in der Werkbank herstellen, sondern in der Steinsäge. Komm schon. Passt das? Das passt. Okay, gut. Deshalb fügen wir hier einfach Stonecutter hinzu. Normalerweise werden die auch vorgeschlagen. Ich weiß nicht, warum die gerade nicht vorgeschlagen werden. Egal. Ingredients, das ist hier eine Liste. Und dann machen wir hier eben geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Dann sagen wir hier Item. Und zwar haben wir Calcite. Da haben wir das. Und Count können wir im Grunde weglassen. Ja? Count wäre 1, also man muss einen einzelnen Stein eingeben, aber das ist relativ egal. So, und das Resultat ist eben wieder ein Gegenstand, TA Doppelpunkt. Hoffentlich diesmal. Nö, will nicht. Okay, dann müssen wir es eben wieder selber machen. Cassite Slab, Vertical. Da haben wir das. Komma. Und dann setzen wir hier auch wieder eine Anzahl. Diesmal sind es 2. Ja? Aus einem Block bekommt man 2 Stufen. Gut, damit sollte das so ziemlich alles sein. Es gibt wahrscheinlich ein paar Fehler. Die habe ich euch wahrscheinlich im Nachhinein schon bereits gesagt. Allerdings überprüfen wir einmal, ob alles richtig ist. Wir gehen hier in den Compiler und sagen hier Default Config. Damit wird überprüft, ob das quasi alles so in Ordnung ist. Wir haben keine Fehler bekommen, das ist sehr schön. Dann können wir hier eben das Ganze exportieren, beziehungsweise wenn das nicht angezeigt wird, auf die drei Punkte oben, Export As und .mc Addon. Ja? Damit wird das dann als Addon gespeichert. So, und dann kann man das herunterladen, Download. Jetzt machen wir Folgendes, wir gehen in den Browser, wo wir das Ganze erstellt haben, daher gehe ich hier mal rüber zu Opera. Und dann sollte es dort in den Downloads angezeigt werden. Also Downloads und das oberste klicken wir einfach mal an. Ja, also tutorialaddon.mcaddon. Das wird dann direkt in Minecraft importiert und das Spiel muss dann ja, das Ganze importieren, das Ganze einmal laden. So, da haben wir das Ganze importiert. Ich habe es verpasst, wie es oben angezeigt wird. Wir können es auch so überprüfen. Wir gehen mal auf die Einstellung und auf der linken Seite gehen wir nach unten zu Speicherung. Und dann hier unter Ressourcen und Verhaltenspakete. Ihr seht bei mir hier 3, quasi einen für den Kompassblock, für die Stufe und für die vertikale Stufe. Aber ihr seht hier 1.0.7, das ist bei mir die neueste Version. Es kann bei euch eine ganz andere Version sein, je nachdem, wie oft ihr quasi dieses Paket heruntergeladen habt. Das ist bei mir die neueste Version. Dann gehen wir mal auf Spielen. Wählen hier die Welt aus. Ich habe hier Tutorial Addon natürlich. Da gehen wir mal auf die Einstellung,
Ressourcenpaket oder Verhaltenspaket, das ist relativ egal. Wir nehmen das, was quasi gerade aktiv ist, deaktivieren es und dann seht ihr, das ist weiter unten, das heißt, es ist ein bisschen älter und das weiter oben ist halt eben neu, das können wir dann aktivieren. Das sollte dann bei den Ressourcenpaketen eben genauso funktionieren. Das brauchen wir hier gerade nicht machen und dann gehen wir auf Spielen. Und jetzt dauert es natürlich eine Weile, vielleicht gibt es noch ein paar Fehler, müssen wir mal schauen. Aber es sieht momentan nicht danach aus. Normalerweise werden die oben angezeigt, aber jetzt gerade nicht. Gut, dann laden wir einfach mal das Spiel. So, und da sind wir hier in unserer Testwelt, Tutorial-Add-on-Testwelt. Ihr kennt das vielleicht schon, vielleicht aus einem gewissen Thumbnail. Egal, jedenfalls, wir sind hier, um unseren neuen Block zu suchen. Dazu gehen wir hier quasi in die oberste Kategorie mit den ganzen Baublöcken und dann auf Stufe. Und da haben wir es, vertikale Kalzitstufe. Dann können wir uns die mal schnappen und einmal platzieren. Und das ist, das ist falsch herum. Wenn wir jetzt hier draufklicken, ja, okay. Gut, ich habe es auf die falsche Seite gemacht. Ich habe es auf die falsche Seite gemacht. Ihr seht es doch hier. Das ist im Grunde die halbe Stufe. Wenn ich jetzt draufklicke, müsste es zur Doppelstufe werden. Also da habe ich einen, habe ich einen kleinen Fehler. Es scheint so, als hätte ich das zu stark gedreht. Ja gut, dann schauen wir einmal nach, was der Fehler ist. Okay, ich habe einige Fehler gefunden. Zuallererst mal gehen wir hier zu Cassets Lab Vertical, die Datei vom Block. Und dort müssen wir einige Sachen verändern, nämlich hier bei Norden und Süden, da habe ich den Ursprung der Kollisionsbox und der Selectionbox vertauscht, könnte man sagen. Das liegt vor allem auch daran, dass ich die Geometrien falsch rum gemacht habe von allen. Das heißt, wir müssen gleich auch noch den Namen davon ändern, aber hier erstmal quasi, wir machen aus minus 800. Aus minus 800 machen wir minus 8, 0, minus 8 und aus minus 8, 0, minus 8 machen wir minus 8, 0, 0. Das heißt, wir machen das so und so. Halt bei, das ist nicht South, das ist bereits West und das ist richtig. Gut, bei West lassen wir es so, wie es ist, bei South ändern wir es und bei North, da haben wir es. Also, hier packen wir das auf 0. Und hier packen wir was auf 0. Dann können wir das speichern und schließen. So, mal schauen, ob das was wird. Dankeschön. Komm schon. Dankeschön, dann gehen wir zum Ressourcenpaket und hier gehen wir in unsere vertikale Stufe rein. Und dann müssen wir hier die ganzen Namen ändern. Ja, die Identifier. Also hier statt North muss South hin. Und dann gehen wir nach unten. Wir müssen die halt jeweils einmal komplett umdrehen, um 180 Grad, aus South wird North, aus West wird East und aus East wird West. Hoppla. Jetzt müssen wir wieder nach oben gehen, das ist Double, das lassen wir komplett in Ruhe, aber hier müssen wir bei den anderen die ganzen Namen ändern, also machen wir es mal so und wenn wir noch ein bisschen nach oben gehen, da haben wir West, daraus machen wir East. So, wieder speichern und schließen. Das dauert ein bisschen so. Und dann sollten wir es jetzt aber haben. Das heißt, jetzt sollten alle Fehler beseitigt sein. Wir exportieren das wieder als Add-on. Wir laden es herunter. 50 Kilobyte. Auf die paar Kilobyte mehr oder weniger kommt es auch nicht mehr an. Wir gehen wieder zum Browser und klicken einmal drauf, damit das in Minecraft importiert wird. So, da werden die gerade importiert, sowohl das Ressourcenpaket als auch das Verhaltenspaket. Dann gehen wir auf Spielen und bearbeiten hier die Welt, die wir auch sonst benutzen. Und dann tauschen wir das einmal schnell aus und dann sollte es sich haben. So, deaktivieren, aktivieren und dann gehen wir auf Spielen. Da entstehen hoffentlich keine neuen Fehler, ansonsten würden die ja jetzt hier oben angezeigt werden. Sieht nicht danach aus. Also alles in Ordnung.
So, da hätten wir es. Alles wurde geladen. Ihr seht, wir haben die immer noch in der Hand. Das heißt, damit sollte es eigentlich keine Probleme geben. Jetzt gehen wir hier zu unserem Kompassblock. Den kann man ja super zum Debuggen benutzen. Wenn wir dagegen klicken, dann seht ihr, diese Hälfte vom Block wird quasi ausgefüllt. Hier ist es auch so, hier und hier. Und jetzt ganz interessant, wenn wir da nochmal draufklicken, dann müsste ja daraus quasi ein ganzer Block werden. Und das scheint zu funktionieren. Hier auch, hier auch und hier auch. Wunderbar. Das heißt, da funktioniert alles. Das haben wir alles korrekt gemacht. Jetzt schauen wir uns nochmal an, ob man die herstellen kann. Dazu schnappen wir uns einfach mal die da. Und die müssen wir so vertikal machen. Ihr seht, wir kriegen 6 von denen. Und das ist auch so ziemlich egal, an welcher Position wir das machen. Hauptsache 3 übereinander. Und dann einmal in der Steinsäge. Und dann seht ihr, wir haben hier sowohl die Kalzitstufe als auch die vertikale Kalzitstufe. Ja, wunderbar. Das war es dann auch im Grunde. Also so kann man eben eigene Blöcke erstellen. Damit kann man jetzt hier ganz wild Sachen bauen. Keine Ahnung, sowas hier. Und dann packen wir da noch, hoppla, packen wir da noch eins dazwischen. Und dann erkennt man eindeutig, das sind auf jeden Fall vertikale Stufen, halbe Blöcke. Und ja, das war's dann. Ja, man kann jetzt wild damit rumspielen, könnt noch mehr davon machen. Würde an sich auch Sinn machen. Dann kann man hier irgendwie so zwei verschiedene farbige Wände haben. Ja? Keine Ahnung, hier hat man Backsteine und hier hat man dann irgendwie Beton oder so, damit man verschiedene farbige Wände hat. Ja? Aber an sich war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!